Wir sind hier stehen geblieben in Pokémon Leuchtende Perle im Team Galactic HQ. Und durch diese Teleporter sind wir nun auf der Suche nach den Wurzeln allen Übels. Hier ist ein leerer Raum. Oh, okay. Ja, nach dem Boss, denn der hat drei Seemonster oder auf jeden Fall drei kleine Seeviecher gestohlen, gefangen, ohne deren Consent. Und deshalb suchen wir ihn, denn das geht gar nicht. Das sind ja einfach so kidnappt, die drei Viecher. Wir suchen ihn. Das Motto von Team Galactic lautet, alles weit und breit gehört uns. Heute die Welt und morgen das Universum. So denken die nämlich. Die sind ziemlich crazy, Leute. Aber hier irgendwo muss doch was sein, oder? Oh, das war zwar nicht, wonach ich gesucht habe, aber den nehme ich mit. Ist ja keine Nuzlocke, deshalb kann ich den ja gut verwenden. Dankeschön. Aber jetzt mal ehrlich, wo geht's denn lang? Ach Moment, gab es da nicht noch diesen großen Raum, wo ich gerade die Folge angefangen habe? Wo es auch noch Teleportationen? Teleporter meine ich gab. Ah ja, hier. Hier gibt's einen. Wie ich den übersehen konnte, keine Ahnung. Oh, ein Bett? Kann ich da schlafen? Oder zwei sogar? Krass. Schlafraum von Team Galactic. Überprüfe stets, ob das Bett leer ist, bevor du dich hineinlegst. Ich glaube, die sind leer. Du bist sofort eingeschlafen. Natürlich, also... In dem Bett meines Rivalen, nicht Rivalen, in dem Bett von der bösen Organisation meines, ist basically mein Erzfeind, da kann ich natürlich sofort einschlafen, wie ein Stein. Keine Ahnung, wie lange ich jetzt geschlafen habe, wahrscheinlich hat das voll viel Zeit geraubt, aber egal. Wir haben uns zumindest kostenlos heilen können. Für den Kampf gegen euch beiden. Genießt deine wilde Tour durch das Hauptquartier von Team Galactic, zu der du nebenbei keinerlei Berechtigung hast. Ja. Hallo, kleiner Trainer. Du giltst bei Team Galactic schon als Berühmtheit. Wer dich außer Gefecht setzt, bekommt eine Beförderung. Aha. Und ihr denkt, ihr könnt mich beseitigen? Ihr Rüpel. Mit unentwickelten Pokémon? Also da muss ich euch mal ein paar Manieren beibringen, würde ich sagen. Das geht so überhaupt nicht klar. Deshalb habe ich einmal das hier für dich. Naja. Und einmal. Ich mach gar keinen. Nee. Egal, machen wir einfach beides. Eins davon wird auf das andere gehen. Aua. Aber gut, dass ich jetzt einen Traunmagil habe. Traunfugel hätte das vielleicht nicht überlebt, aber Traunmagil hat bessere Verteidigungsstats. Und one-shottet jetzt Glibunkel. Und ist bisher unser bestes Pokémon. Zumindest vom Level her gesagt. Ja. Das hat zumindest schon mal ordentlich Damage gemacht. Nachthieb könnte ärgerlich werden für Traummagie, ja. Ich sollte Traummagie rausmoven. Aus dem Call. Nee, aus dem Kampf. So, Skunkapu schon mal down machen. Du. Komm, Scorpio hat schon länger nicht mehr gekämpft. Ich tu mal Scorpio rein. Könnte Fehler sein. Ich weiß nicht genau, was die für Attacken haben, aber. Ich will mal wieder mit Scorpio kämpfen. So, du bist down. Finalschlag nehme ich ruhig in Kauf. Schnurgast sollte das tanken können. So. Und was willst du noch machen? Heimzahlung. Oh! Aber ich habe dich noch nicht mal angegriffen. Was willst du mir heimzahlen? Wahrscheinlich hat deshalb nicht mal so viel Damage gemacht. Wahrscheinlich. Glibunkel hat eine Vorahnung, weil er weiß, wie es mit seinem anderen Kumpel, mit seinem anderen Glibunkel-Kumpel geendet ist. Ja. Mach einfach irgendwas. Wird schon schief gehen. Glibunkel ist auf jeden Fall down, das heißt, der Rüpel hat schon mal nichts mehr. Sie hat noch ein anderes Pokémon danach. Ich weiß leider nicht was. Ich hoffe, du bist instant down. Ja, gut. Charmander selber kann nicht so viel. Außer süß aussehen. Die Midi. Hier kommt das Skunkapu. Ja, komm, mach mal eine Kreuzschere. Das macht zumindest Normaleffektivität. Bonk! Das schnellste Pokémon aller Zeiten. Hat schon genug Schaden errichtet. Ich komme nicht sicher. Das habe ich auch nochmal angegriffen, aber. Ja. War nicht wichtig. Du lässt mich jetzt tun, was ich will. Damit hat sich meine Beförderung wohl erledigt.
Hättest ja keine Hoffnung machen sollen. Was mit unserem Hauptquartier geschieht, ist völlig unerheblich. Bald gehört Team Galactic sowieso alles. Was ist an dir schon so besonders? Du bist genauso wie jedes andere Kind, das Trainer spielt. Aha. Und wie bin ich dann so weit gekommen? Erklär mir das. 7 Orden. Durch das ganze HQ, alle von euch besiegt. Ich glaube nicht, dass es ein normales Kind das kann. Bevor ich jetzt meine Heil-Items benutze, ich kann mich hier kostenlos hier unten heilen. Nehme ich mir die Zeit und mache das eben. Wir sollten hier nämlich relativ am Ende sein. Wenn die jetzt schon von uns wissen. Na gut, der eine hat ja auch gelabert und wie so Alarm eindringen. Vielleicht wissen die von ihm, dass wir hier sind. Ja, auf gut Glück, goldene Mitte. Was man als Mitte zählen kann. Wirkt schon mal falsch. Ja, aber dafür kriege ich ein Item. Na gut, ein Elixier sind jetzt nicht so krass. Egal, wenn ich schon mal falsch lag, dann nehme ich das Item mit. 2 haben wir noch. Nehmen wir den hinteren. Der scheint richtig zu sein. Deshalb gucke ich mir nochmal den anderen an, ob der mich auch nochmal zu einem Item oder zu einem Kampf oder so bringt. Mal sehen. Hm? Der bringt mich zu einem Item. Nicht? Okay. Na gut. Der hintere ist auf jeden Fall richtig. Der führt uns nämlich eine Etage weiter nach oben. Wie hoch geht denn das Ganze hier? Na gut, ist auch ein relativ großer Turm. Und da ist er. Cyrus oder Cyrus. Der Boss. Sieh einer an. Dann bist du wohl der Trainer, von dem ich gehört habe. Jener törichte Trainer, der sich für stark genug hält, um Team Galactic aufzuhalten. Allerdings hätte ich nicht erwartet, dass es sich dabei um einen Drei-Käse-Hochhütig handelt. Nun ja, unseren Commandern scheint es ja ziemliche Probleme bereitet zu haben. Ich weiß im Übrigen, warum du hier bist. Es geht um Selfe, Vesprit und Hobolds, richtig? Du willst sie retten. Ich brauche sie nicht länger. Sie haben ihren Zweck bereits erfüllt. Ich hab sie genug leiden lassen. Wenn du sie unbedingt retten willst, nur zu. Mir ist es gleich. Damit ersparst du mir eher die Arbeit, sie selbst beseitigen zu müssen. Allerdings muss ich sagen, du bist schon erstaunlich. Diese Pokémon haben rein gar nichts mit dir zu tun. Und doch willst du sie retten. Warum? Aus Mitleid? Welch nutzlose Emotion. Unlogisch. Irrational. Mitleid und Barmherzigkeit sind Produkte des schwachen menschlichen Herzens. Solch jämmerliche Sentimentalitäten haben dich also hergebracht. Gleich wirst du es bereuen, auf dein Herz gehört zu haben. Oh shit. Die Musik ist so cool. Ich mag sein Model überhaupt nicht. Irgendwas fehlt an ihm. Er sieht nicht richtig aus. Aber lieber guck ich mir das an als das Chibi, weil das Chibi kann ich nicht ernst nehmen. Natürlich hat er einen Kramhooks. Jeder Bösewicht hat einen Kramhooks. Oder einen Kramchef, die Weiterentwicklung. Oh, der macht mich böse. Darf ich nicht drauf reinfallen? Egal, ich muss trotzdem angreifen. Let's go! Bam, bam! Ich machen wir platt, Mann! Was willst du tun? Giftzahn wird nicht reichen! Nein, aber Vergiftung leider schon funny! Ja, der ganze Kampf wird funny. Denn ich zerplätze dich und du hast keine Chance gegen mich. Keine. Nicht mal eine. Nein, keine. Du denkst, du könntest alles tun, nur weil du der Boss bist. Von ganz vielen Rüpeln, aber glaub mir, du hast nicht mal eine kleine Chance. Mein letztes Pokémon. Ein Sneebel. Ein Sneebel! Er hat Level 40er Pokémon alle nicht entwickelt. Und denkt, er könnte jetzt gewinnen. Also. Kann du nicht ernst meinen, oder? Oder?
Das ist schon... Das ist schon peinlich. Da war selbst, da waren selbst andere Arena-Leiter krasser als du. Und du willst ein krasser Gangster... Ja, nicht Gangster, aber so ein krasser Mafia-Boss sein oder sowas. So siehst du dich wahrscheinlich an, oder? Ich kann dich nur mit einem einzigen Pokémon besiegen. Ja. Du schaffst es nicht mehr mit drei. Also... Da bin ich mal gespannt, wie du mich jetzt noch besiegst. Ich habe nicht erwartet, dass die Vergiftung mich jetzt killt. Ich habe gedacht, ich werde im roten Bereich landen. Okay, es mag sein, ich gebe es zu, es mag sein, dass ich dich etwas unterschätzt habe. Etwas. Aber das bedeutet noch lange nicht, dass du entkommen kannst. Ich muss eingestehen, dass mir eine Niederlage droht. Naja. Gestehe das hier ein. Ja, super Drang. Ich stehe ein, dass sich der Erdbeben jetzt umhauen wird. Muschelterra. Ist zwar risky, weil es ist Typ Eis, aber egal. Interessant, aber auch etwas merkwürdig. Verstehe. Du bist tatsächlich sehr stark. Deine Kraft ziehst du also aus dem Mitgefühl und der Zuneigung, die du für Pokémon empfindest. Welch eine Verschwendung. Solche Emotionen sind nichts als Illusionen. Und wie alle Illusionen verblassen sie mit der Zeit und lösen sich am Lebensende in nichts auf. Deswegen habe ich all diese nutzlosen Emotionen aus meinem Leben verbannt. Aber ich bezweifle, dass du meine Sichtweise jemals teilen wirst. Ungeachtet dessen hast du Mut und Stärke bewiesen, indem du auf eigene Faust hier aufgekreuzt bist. Das weiß ich zu respektieren. Hier ist deine Belohnung, ein Meisterball. Nimm ihn. Okay, danke. Der Meisterball ist der beste aller Pokébälle. Mit ihm lässt sich jedes wilde Pokémon fangen, und zwar immer und überall. Hundertprozentig. Ich habe jedoch keine Verwendung dafür. Im Gegensatz zu euch Trainern betrachte ich Pokémon weder als Freunde noch als Partner. Ich verwende sie auch nicht als Werkzeuge wie die anderen Mitglieder von Team Galactic. Stattdessen mache ich mir die Kraft der Pokémon zu eigen. Wenn ihr wirklich etwas daran legt, die Pokémon der See zu retten, dann nutze den Teleporter dort vorne. Ich begebe mich unterdessen zum Kraterberg. Ja, du hast richtig gehört. Zum Kraterberg, wo wir uns zum ersten Mal begegnet sind. Ich werde seinen Gipfel erklimmen und das Ende allen Seins eindeuten. Nein, viel eher werde ich den Weg für einen neuen Anfang ebnen. Er haut einfach ab, wir lassen ihn einfach entkommen? Was hier? Wir lassen ihn jetzt ernsthaft entkommen? Okay, na dann. Dann retten wir mal die drei. Aha, hier ist das Labor. Das geheime Team Galactic Labor. Ich habe Team Galactic tatkräftig unterstützt, aber dieses Experiment ging zu weit. In der Grünflüssigkeit schwimmt etwas. Was haben die denn überall drinne? Ich hoffe mal keine Entons. Was ist denn das alles? Sind das Eier? Sind das Steine? Meteoriten? Was ist denn das? Ich kann nichts zu unserer Verteidigung sagen. Aber zu welchem Zweck soll dieses Ding, das wir erschaffen haben, überhaupt eingesetzt werden? Die haben keine Ahnung, wofür die arbeiten. Oh, und hier sind die drei. Das riecht mir aber sehr stark nach Kampf. Deshalb heile ich nochmal. Weil der Typ, da vorne steht schon so ein Typ. Und gegen den haben wir noch nicht gekämpft. Deshalb. Let's go. Du bist den ganzen weiten Weg gekommen, bloß um hier ein paar Pokémon zu retten? Unser Boss ist mir echt ein Rätsel, aber das ist nichts Neues. Den habe ich noch nie verstanden. Ich meine, warum lässt er dich Pimpf hier einfach kommen und gehen, wie es dir passt? Wir von Team Galactic nehmen uns, was wir brauchen und löschen alles andere aus. Egal, wo du schon mal hier bist, will ich dich auch auf unsere Art willkommen heißen. Sieh es einfach als kleine Revanche für das, was du am See mit mir abgezogen hast. War mir klar. Er will einen Kampf. Der mich angrinst. Commander Saturn. So muss Technik.
Da holt er einen Kadabra raus. Hast du nicht von den anderen gelernt? Ich mache Kadabras One-Hit. Mein Gott. Du musst mal dazu lernen. Nein, meine Katze wird dich hier aufräumen. Nom nom und ciao. Ich mag irgendwie dieses viel mehr als das von Cyrus, aber das von Cyrus ist auch cool. Aero, S, Aero, A, A. Bam, 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 du bist nass. Oder so. Ich wollte den Reim haben, egal. Toxin. Oh nein, ich bin vergiftet. Das ist nicht so schön. Oh nein, 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 nein. Aber das ist mir gerade ziemlich schnuppe. Ich mach dich trotzdem down mit Aero Ass. Bam, ciao. Oh, er lebt noch. Ja. Oh nein, Durchbruch. Ja, war klar. Ich habe Durchbruch gelesen, dachte mir schon, das könnte böse enden. Und das tat's auch. Mist! Beleber verschwendet! Ach, Chelterra. Dich setze ich für diesen Kampf ein. Du schaffst das. Mit Erdbeben wird das schon reichen. So, was ist dein letztes Viech? Und warum ist der stärker als Cyrus? Da stimmt doch irgendwas nicht. Hab damit Bronze an. Warte, was? Erdbeben trifft? Schwebt er nicht? Doch, er hat mich getrollt. Das stand sehr effektiv. Ich dachte mir so, hä? Kann ihn treffen? Nee, das steht einfach nur so. Ach, dumm. Ich habe mir schon gedacht, dass der Schwebe hat. Ich wollte es gerade sagen. Nom, nom. Entwickel Bronze. Das ist euer Fehler. Danke für den Crit, aber ich brauche den nicht. Ach, du warst immer noch schwach. Du bist stark, Kind. Trotzdem, wir haben bereits alles hinter uns. Du kommst zu spät. Ah, warum bist du bloß so stark? Ach, was soll's. Dann mach doch mit diesen drei Pokémon, was du willst. Drück den Knopf auf der Maschine, um sie zu befreien. Mir doch egal. Okay. Möchtest du den Knopf drücken und die Pokémon befreien? Nee, doch keinen Bock. Ich gehe doch mal lieber. Nein, Spaß. Komm, wir befreien sie. Davon müssen sie weg. Einfach Teleportation. Unser Boss hat eine rote Kette aus den Kristallen der drei Pokémon geschmiedet. Diese Pokémon, diese rote Kette braucht er offenbar, um etwas auf dem Kraterberg zu fesseln oder so ähnlich. Aber mehr weiß ich nicht. Keine Ahnung, was er da oben wirklich vorhat. Er will auf dem Kraterberg irgendwas fesseln. Vielleicht ein Pokémon? Was will er denn bitte sonst fesseln? Oh, die Wissenschaftler sind weg. Sind alle weg? Also ich habe die auf jeden Fall hier beseitigt jetzt. Und jetzt, er hat die aufgemacht. Danke. Die nehme ich mal. Teleporter von Team Galactic. Der grüne Teleporter bringt dich zurück ins Erdgeschoss. Auf deinem neuen Universum, Team Galactic. Nein. Nein. Was ist das hier? Das Motto von Team Galactic lautet, alles weit und breit gehört uns. Heute die Welt und morgen das Universum. Aber so weit lasse ich es nicht kommen. Ne? Ja, starr mich halt an. Starr mich an. Du wirst schon sehen, Traunmagiel. Wir werden das gemeinsam hinkriegen. In Pokémon Leuchtende Perle. Nein, die Folge ist noch nicht zu Ende. Wir begeben uns auf den Weg zum Kraterberg. So wie die es wollen. Ich meine, wo soll ich denn sonst hin? Wahrscheinlich ist da immer noch Stromausfall in Richtung 8. Arena. Deshalb... Egal. Folgen wir den einfach, wie so ein Hobbyloser. Ah ne, so ging das ja nicht. Karte, genau. Wir sollen zur Speersäule. Aha. Und wo kommen wir denn am besten hin? Ich glaube, von Ewig genau kommt man da am besten hin. Deshalb gehe ich da jetzt so lang. Ich glaube, man kommt da am besten hin, aber ich bin mir auch nicht sicher. Auf jeden Fall sollten wir Ausschau halten nach einer Stelle,
mit kleinen Steinen, wo wir Kraxler einsetzen können. Ich wollte gerade gucken, ob wir schon geheilt haben, aber habe ich doch gerade eben gemacht. Hier ist das andere Base. Die andere Base von denen. Fahren mal langsam. War jetzt wieder schnell. Moment, was? Wir waren hier noch nicht? Warte, was? Haben wir den noch nicht bekämpft? Oh mein Gott. Schau, wie der Kratermerk sich vor uns erhebt. So riesig möchte ich auch immer mal sein. Der hat bestimmt Level 15 Pokémon. Was? Ich hab den voll verpasst. Oh nein. Guck ihn dir an jetzt. Oh. Es tut mir leid, dass ich die Kämpfe hier vergessen habe. Tut mir wirklich leid. Tja, hilft nichts. Dann müssen wir ihn jetzt nachholen. Wahrscheinlich die Trainerin oder den Trainer, wer immer. Da unten. Den einen haben wir wahrscheinlich auch noch nicht gemacht. Muss ich das auch noch machen? Ich habe wirklich gedacht, wir hätten das schon. Das wundert mich jetzt aber auch. Das finde ich jetzt auch komisch. Ich habe wirklich gedacht, dass wir schon gemacht hätten. Die Kämpfe hier auf dieser Seite. Anscheinend nicht. Wir sind ja nur schon mal rausgekommen auf dieser Seite. Aber lang gegangen wohl nicht. Egal, machen wir schnell. Du hast dich von mir erhoben wie ein gewaltiger Berg. Ja, da wollen wir jetzt reingehen. Der Kraterberg gilt seit eher als heiliger Ort. Aha, werden wir auch erfahren, warum? So, gehen wir mal kurz nach unten. Danke, Bidiza. Ich hatte ein bisschen Bidifas gewonnen, aber egal. Und du willst auch noch kämpfen, na klar. Sieh dir diese wundervollen Schwingen an. Von welchem Pokémon bitte? Bitte hast du nur eins, bitte. Ich will nicht lange kämpfen. Okay, danke. Petronia, welches haben sie denn? Ein Hut! Wow. Du fangirlst über die Schwingen von Hut. Aber Hut hat so ganz, ganz kleine Flappy-Dinger, die überhaupt nicht krass aussehen. Überhaupt nicht interessant. Komische Trainer hier, die ich verpasst habe. Egal. Oh, du, dafür werde ich dich picken. Warum haben Vogel-Pokémon nur so ein schönes Gefieder? Betrachtet man es im Sonnenlicht, kann man verschiedene Farben erkennen. Okay, ich nehme nur das Item, danke. Verhöhner kann man hier finden. Ja, würde ich jetzt nicht wirklich empfehlen. Hat sich jetzt hier nicht gelohnt, die Zeit zu verschwenden. Egal. Gehen wir in den Kraterberg. Setzen unseren Top-Schutz ein, wenn ich noch einen haben sollte. Wo sind die denn? Wahrscheinlich hier, oder? Ah ja, Popschutz. Gut. Jetzt gucken wir nach dem richtigen Weg. Ich meine, es wäre hier der richtige Weg, aber ich bin mir nicht sicher. Vertraut nicht auf meinem Wort. Moment, warum kann man denn hier Stärke nach oben? Hm? Und da unten rechts habe ich irgendeinen Trainer gesehen. Ist hier ein Item? Irgendwas muss hier doch sein. Hä? Okay, keine Ahnung. Aber hey, warum sind die denn Rüpel? Wollen die bekämpfen? Ich weiß einfach nicht, wie ich von hier aus auf den Gipfel des Kratermecks kommen soll. Dabei habe ich mich genau in die Anweisungen gehalten und bin von ewig nach aufge... Moment, ich hätte eigentlich von Herzhofen aus ausweichen müssen, oder? Okay, danke für den Tipp. Wir sind wahrscheinlich jetzt bei Alice's. Ja. Okay. Aber sehr gut, dass dieser Trainer da ist. Ich weiß nicht, ob der im Original da war. War auf jeden Fall sehr hilfreich. Jetzt weiß ich zumindest, dass es von da nicht richtig war. Aber hey, wir hatten die Trainer nachgeholt. Immerhin etwas. Ja, egal. Oh, diese Stadt ist schön. Da war ich lange nicht mehr. Okay, von hier aus sollte es nach links den Kraterberg geben irgendwie. Aber wo denn? Karte? Und auch wenn wir die Route lang entlang gehen, dann gibt es da irgendwo einen Weg. Ja, ja. Ja, ich habe die Bären ein bisschen vernachlässigt. Wir haben irgendwie nicht so wichtig gerade. Ja, Topschutz verschwendet. Egal. Passiert, schätze ich. Oh, hier können wir Kraxler benutzen. Kann nur ein bisschen lang gehen. Ah, ne, da wahrscheinlich geht es lang. Egal.
Benutzt mal Kraxler, um gegen ihn zu kämpfen. Da oben wartet schon jemand auf mich. Man nennt mich den Echo-Mann. Kämpfe mit mir. Holla die Ho! Okay. Da man hier nur mit Kraxler hochkommen kann, würde ich mal vermuten, dass der Level knapp 40 Pokémon hat. Nee, nicht mal. Enttäuschung! Da setze ich mein Traumagel ein, damit es schneller vorbeigeht. So, auf jeden Fall werden wir uns Rest der Folge und die nächste Folge auf den Weg machen, den Kraterberg hinauf. Das ist nämlich so die, ich würde schon sagen, so die Hauptattraktion von Sinnoh, dieser Kraterberg, weil er so richtig mittig ist. Ich meine sogar, dass im Original irgendwie nicht gesagt wurde, dass man zum Kraterberg soll, sondern dass man das selber rausfinden soll. Da wurde irgendwie gesagt, geh in die Mitte der drei Seen. Und ich zeig das mal gleich auf der Karte. Wenn man nämlich das macht, kommt man zum Kraterberg. Es gibt ja einen See links, einen See rechts und einen See oben. Und die Mitte von den dreien ist der Kraterberg. Ich meine, dass das so früher war. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es leider nicht mehr. Aber ich sage auf jeden Fall meine Gedanken, meine Erinnerungen. Irgendwie so war das, glaube ich mal. Irgendwann mal. Bestimmt. So, Tails haben wir auch schon lange nicht mehr kämpfen gesehen, deshalb ist das schon ganz cool, dass er hier seinen nassen Schweif benutzen kann, um die ganzen Steine hier wegzuhauen. Platsch! Weggeklatscht. Bam! Oh, Robustheit. Do not get on my nerves. Du, 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 du. Wenn du nervst. Du, 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 du. Hau ab. Ciao. Bitch, platsch. Abgeklatscht. Haha. Boing, boing. Du. Alles klar. Oh, hoppla, hoppla, lalido. Lass sie vom Echo-Mann einen Rat geben. Schau auf die Karte, wenn du dich verlaufen hast. Boah, krasser Rat am Ende des Spiels. Danke dafür, Echo-Mann. Wir lieben dich. Oh, er hat hier Eisen versteckt. Weil er sich wahrscheinlich eine Eisenrüstung mitmachen. Alright. So, schauen wir mal, wie das hier ablaufen wird. Von Route 208 nach links. Hier rein. In den Kraterberg. Oh, ich sehe da schon eine Kraxlerstelle. Und ich habe vergessen, meinen Top-Schutz zu aktivieren. Das war mein Fehler, das gebe ich zu. Und mir fällt gerade was auf. Mir fällt gerade was auf, ich muss nochmal was machen. Kleiner Cut, wir sehen uns gleich wieder in, ich habe tatsächlich hier draußen nochmal einen Angler gefunden. Und zwar, wenn man hier surft. Wenn man hier surft, kann man hier unten einen Angler finden. Hey, ich habe mich gleich an Land gezogen. Ich habe bestimmt viele von solchen Kämpfen übersehen. Zu dem man nur kommt, wenn man Kraxler oder Surfer oder sonst was einsetzt, was wir vorher nicht hatten, als wir an solchen Punkten angekommen sind. Ich weiß nicht, ob ich den noch nachhole. Vielleicht. Auf jeden Fall meine Antwort lautet vielleicht. Den hole ich jetzt auf jeden Fall noch nach, weil ich ihn gerade gesehen habe. Und dann begeben wir uns. Gute Kamera. Danach begeben wir uns zum Kraterberg. Und keine Ahnung, wie lange sowas dauert, so einen riesigen Berg zu erklimmen. Kann ich mir gerade nicht wirklich vorstellen, wie lange sowas dauern könnte. Hm. Garados. Nervig. Auch wenn es Typ Flug als zweiten Typ hat, werde ich mein Pflanz-Pokémon einsetzen, in der Hoffnung, dass ich es schneller ausschalten kann, als es mich ausschalten kann. Falls es logisch ist. Ich meine, ich bin Level 50, das Ding ist Level 30. Ich denke schon, dass ich es one-hitten könnte. Wenn Shelterer Bock dazu hätte, vor allem mit Flinkklaue. Let's go!
glaube, so ein Bergerklimm dauert ziemlich lange. Deshalb würde ich sagen, sparen wir uns das für die nächste Folge auf. Machen es dann vielleicht sogar in der ganzen Folge komplett. Ist auf jeden Fall dann beim nächsten Mal dabei. Zurückhaltung ist mein Lieblingswort. Ohne eine Profi-Angel wirst du auch keine Puppen fangen, die Profis sind. Okay. Was ist denn hier? Vielleicht fehlt uns da noch was. Platz wäre hier noch.